Heute zeige ich euch, wie ihr ganz leicht Shiny Knuckleon, Vibrava und Libeldra in Pokémon Karmesin und Purpur halten könnt. Dazu braucht ihr das DLC, die Indigo-blaue Scheibe. Gleich zu Beginn, hier auf diesem Bereich in der Karte, machen wir ein Boden-Sandwich. So habt ihr die Möglichkeit, Knuckleon, Vibrava und Libeldra gleichzeitig zu fangen. Für das Sandwich benötigen wir folgende Zutaten: Tomate, Zwiebel, grüne Paprika sowie zweimal Kochschinken. Und zwei beliebige Geheimgewürze. Bis auf die Kombination süß und sauer funktioniert hier alles. Jetzt spawnen hier überall alle drei Entwicklungsstufen von Knuckleon, Vibrava und Libeldra. Ihr müsst euch nur noch auf die Suche begeben und ein Shiny finden. Knuckleon ist blau, Vibrava hat braune Flügel und Libeldra hat einen blauen Farbanteil. Die sind eigentlich alle drei leicht zu erkennen. Und da haben wir auch schon Shiny Nummer 1. Knuckleon in dem Fall. Schon Sweetie Pie. Jetzt wollen wir unser Knuckleon natürlich auch noch zu Vibrava und dann zu Libeldra weiterentwickeln. Beides geschieht per Levelaufstieg. Ihr könnt also jeweils einmal ein Sonderbonbon auf Knuckleon und Vibrava anwenden und schon entwickelt es sich zu Libeldra. Ist es nicht süß?